Eier von eigenen Hühnern. Wer träumt da nicht insgeheim von? Anja Riedl aus Liebschütz bei Riesa wollte sich diesen Traum erfüllen. Vor 5 Jahren hat sie mit 7 Hühnern angefangen. Jetzt sind es um die 40. Eier gibt es nun reichlich. Die Arbeit ist ungefähr gleich geblieben. Eigentlich ist es egal, wie viele Hühner man hat. Denn man muss natürlich früh die Hühner aufmachen, die Klappe auf, dann gibt es Futter. Man muss etwas mehr Futter da haben, ist ganz klar. Abends müssen natürlich dann die Hühner auch wieder eingesperrt werden. Und natürlich produzieren mehr Hühner auch mehr Mist. Aber in meinem Fall kommt mir das sehr zugute, da ich jetzt wirklich mit meinem Dünger autark bin und diesen Mist natürlich in meinem Garten verwenden kann. Stark verdünnt oder gemischt mit Gartenerde. Ihren 4000 Quadratmeter großen Garten bewirtschaftet die Gartenbloggerin nachhaltig, nach dem Prinzip der Permakultur. Nichts wird hier verschwendet. Der ewige Kohl, die letzten roten Beeten und Topinamburwurzeln, sie alle werden jetzt im Frühjahr zu Hühnerfutter verarbeitet. Die Hühner, die dürfen im Winter bei mir gerne mal in den Garten, denn dann holen sie Schneckeneier raus, alles Mögliche, auch Engerlinge fressen sie sehr gerne und scharren auch die Beete um. Das heißt, sie holen auch Beikräuter raus, fressen gerne Vogelmiere. Ja, und damit kann man dann einfach noch mal mit der Grabegabel reingehen und hat ein vorbereitetes Beet und das ist eine ganz gute Sache. Die meiste Zeit verbringen die Hühner aber in ihren Ausläufen. Dort sind sie vor dem Fuchs sicher und dort hat Anja extra Futterbüsche gepflanzt. Ich pflanze sehr gerne Beerensträucher in die Ausläufe, zum Beispiel Johannisbeeren oder die essbare Ölweide, die Brombeeren und natürlich auch größer wachsende Bäume, wie zum Beispiel die Maulbeere. Denn alle Früchte, die wir selber nicht ernten, die fallen dann zu Boden und die Hühner können die natürlich als kostenloses Futter dann eben konsumieren. Das ist sehr gesund für die Hühner. Und macht sie auch robust und widerstandsfähig. Das müssen sie auch sein, denn die Winter hier sind kalt. Das hat Anja bei ihrer Hühnerwahl berücksichtigt und sich für alte Landrassen entschieden, wie ihre vom Aussterben bedrohten gesperberten Sachsenhühner. Die legen nicht so viele Eier wie Hybridhühner, können aber die Kälte ab und mergeln nicht so schnell aus. Natürlich habe ich auch eine bunte Mischung an Hühnern hinten. Erstens mal, wenn ich davon Nachwuchs habe, dann sind die Hühner immer sehr gesund. Und zweitens mal habe ich natürlich meine bunten Eier davon und das macht mich sehr glücklich. Glückliche Menschen und glückliche Hühner. Im Liebschützer Garten leben sie das, wovon wir alle ein bisschen träumen.